Frauen sind wie Delikatessen, Sebastian. Manchmal sehen sie gut aus, manchmal schmecken sie gut. Und richtig zubereitet sind sie unwiderstehlich. Das ist wie beim Soßekochen. Ich dachte immer, man zieht zusammen, um es bequemer zu haben. Klingt einleuchtend. Liebst du den Jungen? Ist schwer zu sagen. Ich liebe dich. Kochst du? Nein. Was soll das bedeuten, nein? Nein. Du kochst also nicht? Nein, ich koche nicht. Ja, wer kocht dann? Ich liebe dich. Was meinst du damit? Ich meine, kochst du oder kocht sie, klar? Meistens hat sie gekocht. Babe, da liegt das Problem. Du kannst nicht kochen, ne? Was soll ich jetzt machen? Sag, dass du mich liebst. Deswegen ist es zwischen uns auch etwas Besonderes. Soll das heißen, Männer lieben nicht mit ihrem Herzen? Das tut schon lange niemand mehr. Ich schon noch. Jubali wird's dir erklären. Was denn erklären? Ist irgendwas passiert? Nicht genug. Nicht genug was? Liebe. Typen wie Sie fahre ich doch immer ewig dieser Trennungsschmerz. Die Taxifahrt zum Haus eines Freundes, um sich dort heimlich zu lieben. Oder die Fahrt endet in einem Motel. Tut mir leid, Mann. Ich habe sie wirklich gern gehabt. Ja, wir beide, denke ich. Gib Gas! Zu spät, Kleiner! Hey, das ist mein Koffer! Mist! Das war doch Ihr Gepäck auf dem Jeep. Das ist eine ziemlich üble Gegend hier. Wem sagen Sie das? Ich wohne hier. Oh, oh. Ignoriere ihn einfach. Hör zu, Schätzchen, du musst endlich ein bisschen offener werden. Sag ihr doch, ich liebe den Sonnenuntergang statt nur am Strand ist es cool. Du musst am Ball bleiben, du musst fest entschlossen sein. Ich liebe den Sonnenuntergang. Was? Es ist Mitternacht. Dafür gibt es kein Rezept, mein Lieber. Sowas existiert nicht. Frag dich einfach selbst, ob du fähig bist zu lieben. Das Bild, das dir vorschwebt, ist völlig unwichtig. Verschiedene Menschen haben verschiedene Vorgeschichten, unterschiedliche Religionen, fremde Kulturen, eigene Erfahrungen und andere Philosophien. Ja, und? Aber es gibt nur eine Philosophie, die alle miteinander verbindet. Und das ist die Philosophie der Liebe.